Wenn große Berühmtheiten sterben, passiert meist vor allem eins: Die Welt trauert um sie. Aber es kommt auch immer mal wieder vor, dass nach ihrem Tod auf einmal dunkle Geheimnisse über berühmte Menschen ans Tageslicht kommen. In diesem Video präsentieren wir euch 7 berühmte Tote, bei denen genau das passiert ist. Unter anderem seht ihr, was für ein unfassbares Geheimnis Queen Elizabeth nach ihrem Tod mit ins Grab nahm und welche Schauspieler eine dunkle zweite Seite hatten, die kaum jemand kannte. Es wird also enthüllend und sehr, sehr spannend, deshalb bleibt dran hier bei Wissenswert. Wir starten mit der Nummer 7 und damit mit einem wirklich dunklen Geheimnis, das euren kompletten Eindruck von einem beliebten Schauspieler mit nur einem Schlag zerstören könnte. Und zwar geht es um Charlie Chaplin, der zwar schon seit Jahrzehnten tot ist, dessen Slapstick-Humor und Figuren aber wirklich jeder kennt. Charlie Chaplin wurde weltweit gefeiert und seine Filme wie die Parodie Der große Diktator gelten noch heute als Kult und dienten als Inspiration für viele Schauspieler und Filmemacher der kommenden Generation. Aber auch wenn Charlie Chaplin der Welt in guter Erinnerung geblieben ist, hatte er düstere Geheimnisse. Denn vor allem in seinem Privatleben war Chaplin alles andere als vorbildlich. Der gebürtige Brite hatte nämlich eine Vorliebe für junge Frauen, genauer gesagt für sehr, sehr junge Frauen. Als er selbst schon über 30 Jahre alt war, lernte Charlie Chaplin bei Dreharbeiten die erst 12-jährige Lita Gray kennen. Weil er begeistert von ihr war, setzte er sie auch bei weiteren Filmen ein und kam ihr näher. Mit nur 15 Jahren wurde das Mädchen dann schwanger von Chaplin und nur weil der Schauspieler Angst davor hatte, wegen Verführung Minderjähriger verurteilt zu werden, heiratete er Lita Gray dann. Während der Ehe beschimpfte und betrog Charlie Chaplin seine fast 20 Jahre jüngere Frau immer wieder heftig und verlangte ihr jede Menge üble Dinge ab. Einmal bedrohte er sie sogar mit einem Revolver. Aber auch mit anderen, teils erst 16-Jährigen, hatte Charlie Chaplin immer wieder Affären und behandelte diese genauso schlecht wie Lita. Insgesamt soll er so mit über 2000 Frauen verkehrt haben. In diesem Zusammenhang entstanden auch immer wieder Kinder, bei denen Charlie Chaplin aber immer seine Vaterschaft leugnete. Als 54-Jähriger heiratete der Schauspieler dann noch eine 18-jährige Teenagerin. Nach Charlie Chaplins dunklem Geheimnis geht es weiter mit der Nummer 6 und einem Mann, dessen bürgerlicher Name wahrscheinlich den wenigsten ein Begriff ist. Dafür kennt aber jeder die Figur, die er gespielt hat. Es geht nämlich um den Darsteller von Dumbledore aus den ersten beiden Harry Potter Teilen, Richard Harris. Richard Harris nahm die Rolle des Zauberschulleiters damals auf Wunsch seiner Enkelin an und begeisterte damit Millionen von Kindern weltweit. Kurz vor der Premiere des zweiten Teils verstarb er dann aber im Alter von 72 Jahren. Der Öffentlichkeit blieb Harris somit als freundlicher, beliebter alter Mann in Erinnerung. Aber erst jetzt, 20 Jahre nach seinem Tod, enthüllten seine Söhne einige düstere Geheimnisse, die ein völlig anderes Licht auf den freundlich wirkenden Zaubererdarsteller werfen. Harris soll nämlich zu seinen Lebzeiten ein starker Alkoholiker gewesen sein und war auch in anderen Hinsichten völlig maßlos. So berichtet sein jüngster Sohn, dass er seinen Vater einmal in dessen Schlafzimmer auf dem Boden gefunden habe. Harris lag dabei mit dem Kopf in einem halben Kilogramm weißen Pulver, das er liebend gern konsumierte. Und auch sonst war er ein Lebemann, der den Exzess liebte. Er betrog mehrmals seine Frau, jettete feiernd um die Welt und geriet regelmäßig in handgreifliche Konflikte mit fremden Leuten. Als sich der Dumbledore-Schauspieler scheiden ließ, ging er sogar ganze 7 Tage am Stück feiern, besuchte verschiedene Bordelle und wurde sogar dabei beobachtet, wie er eine Nonne belästigte. Trotz all dieser schlimmen Dinge soll Richard Harris jedoch auch ein liebevoller Vater gewesen sein, wie seine Söhne sagen. Von Dumbledores Geheimnissen kommen wir nun zur Nummer 5 und damit zu einem Mann, dessen Namen ihr vielleicht nicht kennt, dessen Firma aber absolut jeder kennen wird. Die Rede ist nämlich von Dietrich Mateschitz, dem Besitzer der Energy-Drink-Marke Red Bull.
Der Unternehmer verstarb in diesem Jahr mit 78 Jahren und war mit einem Vermögen von fast 30 Milliarden Euro der reichste Österreicher überhaupt. Schon zu Lebzeiten kamen über Mateschitz immer wieder Dinge ans Tageslicht, die er wohl lieber geheim gehalten hätte. Der Milliardär hatte seinen berühmten Energy Drink nämlich gar nicht selbst erfunden, sondern ihn tatsächlich auf einer Reise Anfang der 80er Jahre in Thailand in einem Geschäft entdeckt. Dort hieß der Energy Drink Krating Daeng, was übersetzt nichts anderes als roter Stier bedeutet. Mateschitz kaufte dann die Lizenz und vermarktete das Getränk als Red Bull. Außerdem geriet der Österreicher auch immer wieder in die Kritik, weil er rechtspopulistische Aussagen traf. Erst nach seinem Tod kam beispielsweise heraus, dass er eine Werbeplatzierung in der deutschen Komödie Erkan und Stefan mit den Worten Red Bull sei keine Türkenbrause abgelehnt hatte. Ein weiteres Geheimnis, das erst kürzlich über Dietrich Mateschitz herauskam, ist jedoch wirklich unglaublich und eigentlich wollte es der Unternehmer für immer geheim halten. Der Österreicher hat Red Bull nämlich nicht nur nicht erfunden, tatsächlich hat sein Unternehmen auch niemals auch nur eine einzige Dose selbst hergestellt. Von Anfang an hat stattdessen der österreichische Fruchtsafthersteller Rauch alle Red Bull-Dosen abgefüllt. Die Firma Red Bull war damit nie selbst ein Getränkehersteller, wie alle dachten, sondern immer nur ein Marketingunternehmen, das sich darum gekümmert hat, die Energy Drinks möglichst spektakulär zu bewerben. Weiter geht es mit der Nummer 4 und Queen Elizabeth, die ein besonders mysteriöses Geheimnis mit ins Grab nahm. Die in diesem Jahr verstorbene Monarchin hinterließ den Einwohnern der australischen Stadt Sydney nämlich einen geheimnisvollen Brief, den sie bereits im Jahr 1986 schrieb. Außer, dass der handgeschriebene Brief an den Bürgermeister von Sydney adressiert ist und in einem Tresor im Queen Victoria Building in der Stadt aufbewahrt wird, ist nichts darüber bekannt. Nicht einmal ihre langjährigen Vertrauten oder ihre Familie wissen, was die verstorbene Königin im Brief thematisiert. Tatsächlich darf der Brief auch erst im Jahr 2085, also in 63 Jahren, durch den dann aktuellen Bürgermeister von Sydney geöffnet werden. Erst dann wird das rätselhafte Geheimnis aus dem Brief der Queen also gelüftet. Bis dahin bleibt er sicher im Tresor verschlossen. Deshalb schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was für eine Botschaft die Queen in ihrem Brief niedergeschrieben hat. Wir sind gespannt auf eure Vermutungen. Übrigens ist der mysteriöse Brief nicht das einzige Geheimnis, das die Queen mit ins Grab genommen hat. Die Biografin der Queen, Lady Colin Campbell, gab nach ihrem Tod nämlich bekannt, dass die Queen schon länger an einer Krankheit, einer seltenen Art von Knochenkrebs, gelitten haben soll und dass ihr Gesundheitszustand in den letzten Jahren vor ihrem Tod schlechter gewesen sein soll, als die Öffentlichkeit geahnt hatte. Bestätigt wurde dies vom Königshaus allerdings bisher noch nicht. Auch das Erbe der Queen ist übrigens ein weiteres Mysterium, denn neben ihren Besitztümern als Königin hatte die Queen auch als bürgerliche Privatperson ein Vermögen von über 400 Millionen Pfund, bei dem nicht bekannt ist, an wen sie es vermacht hat. Von den Mysterien rund um die Queen kommen wir nun zur Nummer 3 und damit zu dem genialen Astrophysiker Stephen Hawking, der neben seinen atemberaubenden Theorien vor allem dafür bekannt war, dass er schon seit jungen Jahren auf einen Rollstuhl und einen Sprachcomputer angewiesen war. Hawking verstarb im Jahr 2018 an den Folgen seiner ALS-Erkrankung und nahm dabei ein wahrlich dunkles Geheimnis mit ins Grab. Allerdings betrifft dieses Geheimnis gar nicht ihn persönlich, sondern die Zukunft der Menschheit, die in Hawkings Augen alles andere als rosig aussieht. Der Wissenschaftler, dessen kontroverse Theorien sich immer wieder bewahrheiteten, warnte die Menschheit nämlich vor künstlicher Intelligenz. Er sagte, dass KI-betriebene Maschinen in Zukunft nicht nur immer besser darin würden, sich selbst zu verbessern, sondern dass sie auch Ziele verfolgen könnten, die gefährlich für die Menschen werden könnten. Zur Verdeutlichung seiner These machte Hawking immer wieder einen Vergleich zwischen Menschen und Ameisen. Stephen Hawking erklärte, dass die meisten Menschen Ameisen nicht aus reiner Bosheit töten würden, wenn aber zum Beispiel ein wichtiges Bauprojekt anstehen würde, hätte kaum jemand ein Problem damit, hierfür einen Ameisenhaufen zu zerstören.
Genauso könnte es uns auch mit künstlicher Intelligenz passieren. Nur, dass die Menschen in diesem Fall die Ameisen wären und für ein größeres Ziel der KI ausgelöscht würden. Da Stephen Hawking verstarb, wird er nun selbst keine Lösung mehr entwickeln können, die die Menschheit vor künstlicher Intelligenz schützen kann. Deshalb wird es in Zukunft wichtiger denn je sein, dass wir Menschen bei der Entwicklung und dem Einsatz von künstlicher Intelligenz vorsichtig und bedacht vorgehen. Nach diesen erschreckenden Zukunftsszenarien von Stephen Hawking geht es weiter mit der Nummer 2 und einem Schauspieler, den die meisten vor allem für seine Rolle als Plutarch Heavensby in den Tribute von Panem-Filmen kennen dürften, nämlich Philip Seymour Hoffman. Hoffman war allerdings auch schon lange davor ein bekannter und gefeierter Darsteller und gewann unter anderem einen Golden Globe und einen Oscar. Im Jahr 2014 wurde der Schauspieler dann aber überraschend tot in seiner Wohnung in New York aufgefunden. Die Obduktion im Anschluss ergab, dass er an einer Mischung von gleich 4 verschiedenen illegalen Opiaten gestorben war. Es war zwar schon bekannt, dass Philip Seymour Hoffman als junger Mann in den 80er Jahren schon einmal abhängig von diesen Substanzen war, eigentlich galt er jedoch schon seit Jahrzehnten als clean. Was jedoch nur die wenigsten wussten war, dass der beliebte Schauspieler kurz vor seinem Tod einen schlimmen Rückfall erlitten hatte. Die letzten 4 Monate seines Lebens hatte Hoffman fast nur im Rausch in seiner Wohnung verbracht und konsumierte hier fast täglich gefährliche Dosierungen diverser Betäubungsmittel. Schließlich wurde ihm eine Überdosis zum Verhängnis und Philip Seymour Hoffman wurde nur 46 Jahre alt. Warum der Schauspieler nach all den Jahren wieder rückfällig wurde, wird aber für immer sein Geheimnis bleiben. Zu guter Letzt kommen wir nun zur Nummer 1 und zu einem Sänger, dessen Songs auch über 20 Jahre nach seinem Tod noch mehr als 2 Millionen monatliche Hörer erreichen. Und zwar Falco. Der österreichische Musiker schaffte es mit Rock Me Amadeus, den ersten und bisher einzigen deutschsprachigen Song überhaupt auf Platz 1 der US-Charts zu bringen. Weil sich Falco aufgrund seines Ruhms von der Presse verfolgt fühlte, zog er in die Dominikanische Republik, wo er 1998 bei einem mysteriösen Autounfall starb. Der Sänger war dabei zu schnell unterwegs gewesen. Im Nachhinein fand man dann auch noch diverse Betäubungsmittel in seinem Blut. Als kurz nach seinem Tod dann jedoch sein letztes Album mit der Liedzeile »Muss ich denn sterben, um zu leben?« erschien, kamen schnell Gerüchte auf, dass der Unfall kein Zufall gewesen sein kann. Erst viele Jahre später wurde dann bekannt, dass Falco tatsächlich schon seit seiner Geburt ein Trauma mit sich herumtrug. Er sollte nämlich eigentlich ein Drilling werden. Da es Komplikationen im Mutterleib gab, war Falco jedoch der einzige Überlebende der Geschwister und aufgrund dieses schlimmen Vorfalls für immer Einzelkind. Falco sollte dieses dunkle Geheimnis aber mit ins Grab nehmen. Übrigens, es gibt noch mehr historische Berühmtheiten, die ihre dunklen Geheimnisse mit ins Grab nahmen. Wenn euch diese düsteren Geheimnisse der Verstorbenen interessieren, solltet ihr euch unbedingt auch unser Video dazu anschauen. Ansonsten abonniert Wissenswert für mehr und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.